Recht herzlich willkommen zur 111. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, ich habe jetzt hier die gleiche Rakete nochmal genommen, habe den Kerbin daraus entfernt. Der ist da oben jetzt nicht drin, die ist leer, damit wir den vom Mond wieder mitnehmen können. Ja, dann würde ich gleich hier den Start hinlegen, gucken zu, dass ich Orbit kriege, dann zum Mond rauskomme, dort wieder ein Orbit kriege, passend ausjustiere und zur Landung dann ansetze. Werde ich wahrscheinlich zusammenschneiden oder schnell vorspulen, muss ich mal gucken, wie ich es mache, weiß ich noch nicht. Okay, dann würde ich sagen, bis gleich. Ja, jetzt sind wir hier im Orbit um den Mond rum. Ich richte gerade aus, dass wir Richtung Krater dann kommen, wo dann der Kollege da gelandet ist mit der Bruchlandung. Und dann schauen wir mal, dass wir da hinkommen und dass alles gut wird. Gut. Okay. Bin ich nur am überlegen, ob das so, wie ich es gemacht mache, auch geht, aber ich denke mal schon, dass bremsen wir dann noch ab. Ja, es müsste eigentlich soweit erstmal gehen. Gut, dann wieder Add Manöver oder beziehungsweise Warp to Next Manöver. Ausgerichtet haben wir einigermaßen. Dann muss er ja gleich hier kommen. Dreht sich natürlich noch weiter, der Mund. Aber trotz alledem sieht es eigentlich, glaube ich, so aus, als ob das klappen könnte, ne? Ja, da kommen wir in die Nähe, da müssen wir dann nachher fein justieren. Das ist halt so. Gut, okay. Nochmal ausrichten hier unten. So sieht das doch ganz gut aus, oder? So. Und wie viel Zeit haben wir noch? 36 Sekunden, knapp 100 Meter die Sekunde müssen wir brennen. Dann würde ich sagen, legen wir gleich mal los, ne? Und stopp. Gucken wir uns das da oben an, da kommen wir hin. Ja, mal aus dem Mund raus, da aus der Ansicht. Und, ne, da erstmal ausmachen. Und dann warpen wir mal nach dahin. Dann kann man schon andersrum ausrichten. Dann macht er, na, macht er noch passend, oder? Ja. Dann müssen wir gucken, dass wir da oben hinkommen und passend landen, ne? Und ja,
Ja. Müssen wir mal gucken, aber wir haben ja noch genug Treibstoff da. Ja, wird schon werden, denke ich. Nochmal. Ja, wir werden vorher runterkommen. Naja. Dann mal noch ein Stück vor. Noch mal dahin. Die Höhe ist aber gut. Dann müssen wir noch langsamer werden, ne? Tja, dafür kommen wir immer weiter nach vorne. Kann man da noch mal eine Manöver ziehen? Aber bringen tut das jetzt hier auch nicht wirklich was, oder? Nein, das können wir vergessen. Wir müssen da erst abbremsen. Dass wir nicht abstürzen. Ja, machen wir weiter. Müssen wir den umdrehen und dann kriegen wir das gleich schon hin. So. Jetzt müssen wir noch da, ne? Gut. Ne, warte mal. Das ist jetzt total verkehrt, was wir gerade machen, ne? Da waren wir schon und fliegen dahin. Okay. Ja, das ist jetzt nicht so gut, ne? Müssen wir anders mal gucken, wie wir uns ausrichten müssen. Set as Target. Wo ist das Target dann? Das ist es nicht. Da ist das das Target dann? Hm, weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, wir müssen erstmal andersrum brennen, das war nicht runter. Ja. Das gestaltet sich jetzt etwas schwierig hier. Da ist unser Ziel, oder? Ach so, wir sind da noch an, deswegen kann ich auch so schlecht steuern, ne? So, ich muss jetzt noch da.
und werde das mal erstmal so bewerkstelligen. So. Kriege ich auch so hin, ne? Ja. So. Passt erstmal. Gut. Machen wir schon mal die Landebeine raus, bevor ich das nachher wieder vergesse. Gut. So, Warp her. Ist jetzt nicht die beste Möglichkeit dahin zu fliegen, aber so geht's auch, ne? So. Ich muss noch ein bisschen nach da. Okay. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt müssen wir nur von der Geschwindigkeit gleich nochmal dann wieder runter, ne? Ein Stück vor noch und dann werden wir noch mal langsamer. Und ich muss noch mal darüber hin, das hat keinen Sinn. Nee, andersrum, so rum. Oh. Nicht eingestellt, deswegen. Und nochmal hoch. So. Okay. Bisschen schneller mal gerade. So, da. Müssen wir jetzt gleich runter, ne? Die Richtung. Oh, ist ein bisschen daneben, aber kriegen wir gleich korrigiert. So und so.
Okay. Retro ausrichten und dann bremsen. Und stopp. So, jetzt kommen wir da einigermaßen runter wohl. Da ist das Ziel. Jetzt ist noch die Frage, kann man hier irgendwo sehen? Ne, kann man wohl nicht sehen, ne? Wo wir die Marke setzen müssten, sehen wir nicht. Gut, dann kommen wir da erstmal runter. Okay. Das sind 5 Kilometer von da weg. Was sagt denn die Karte, wo da sind? Ah, das ist also auch noch ganz verkehrt. Dann würde ich sagen, nach da müssen wir. Okay. Dann mal nochmal Schub. Das sind 2 Kilometer, glaube ich, da unten jetzt, oder? Ja, das geht. Gut, dann wollen wir mal runterkommen. Wir wissen hier noch drin. Die sind leer, ne, oder? Nicht ganz, aber doch, die sind leer. Dann können die ja ab. Das ist jetzt erst egal. Das müsste man absprengen, ne? Die Kappe. Jetzt brauchen wir nur den zweiten. Wieso geht der jetzt nicht? Da. Die Kappel. Gut. Okay. Wieder ausrichten. Und langsam runterkommen, ne? Okay, das wackelt ganz schön hier. Das knallt nochmal. So, diesmal nicht versagen, diesmal landen.
Und wir stehen, oder? Gut, okay. Dann würde ich erstmal sagen, haben wir es für diese Runde geschafft. Da sind irgendwie 1,3 Kilometer. Da kann der auch laufen. Das wackelt wie ein Nimmerschwanz. Ich hoffe, die Beine halten das aus und der kippt nicht um. Das wäre fatal. Sieht aber jetzt gerade gut aus, oder? Ja, gut. Dann würde ich sagen, erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.